Hi. Hallöchen. Ja, kurze Rede. Langer Sinn. Wieder zurück bei Outlast, genau. In der wir die, was war es, eine Schlüsselkarte oder so? Ja, irgendwie sowas. Eine Schlüsselkarte für diese Tür hier finden müssen, nachdem wir die zwei Nackedays getroffen, aber die wieder komischerweise verschwunden sind. Aber wir können ja schon mal durch, das ist doch schon gut. Ich bin aber nicht direkt nachgedacht. Ah, stimmt. Na. Jetzt. Okay, nein. Was haben wir denn da? Murkoff Corporation PG Wartungsnotiz. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungsstore ist wichtig für die Sicherheit von Projekt Wallrider. Schauen Sie Murkoff Corporation Wartungshandbuch MMPS MM180-286 nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Das war wohl ein Technikerbericht. Da können wir nicht so wollen. Hier willst du irgendwas liegen? Das war's. Meine Batterie. Dann jammer doch mal gern. Wie haben wir jetzt eigentlich? 5. Sehr schön. Kommen wir nicht raus, also müssen wir wieder dahin. Und dann durch den aktiven Gang. Ich bin zum neuen Brust und nutze die Finger, dann bin ich ganz einfach. Du Scheiße, guck mal runter. Das ist der Dicke. Ja. Der braucht zu wenig anscheinend. Mit drin? Warum gibt es gerade einen Notiz? Was haben wir denn? Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der so gerne die Köpfe von Leuten abreißt, einfach nicht abschütteln. Ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was ist, wenn er nicht das. Was ist, wenn nicht er das Problem ist? Was ist, wenn er versucht, es zu lösen? Indem er Leute umbringt. Der reißt den Leuten bei vollem Bewusstsein die Köpfe runter. Also mit Sicherheit hat das nicht viel zu tun, Leute. Ich hoffe, der kommt hier nicht irgendwie hoch. Ja. Die Gitter gehen ein gewisses Gesehen. Da hat die Karte an dem Polizisten, da leuchtet das. Yes. Wir haben die Duschen. Wir machen jetzt die Duschen zurück, oder? Ja, weil irgendwas Blödes passiert. Ich weiß, dass irgendwas Blödes passiert. Schau einfach rein. Wir haben Berechtigung, sie alle umzubringen. Mal auf den Boden. Mal lieber zu, wa? Ja. Scheiße. Wir kommen durch die Dusche. Okay. Es regnet. Durch Fenster hoch! Ja. Lass mal ein Stück nach links und dann wieder rein. Und jetzt hoch. Einfach ganz langsam hier wurde, genau. Oh. Oder wir gehen wieder alle. Und weiter. Alter, die Spezyose. Ja, Bubs. Hört man vielleicht im Hintergrund, weiß ich nicht genau. Lass mal hier weiter gucken, wir müssen kurz das Fenster rein. Achso, wie ist die Dings oben? Ah. Wir müssen auch wieder zumachen.
Also, kann jetzt irgendwas machen hier? Kann man öffnen? Ah, da ein Klopf. Schnell, dann den links hoch, den hoch, 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 hoch. Umgeschlaufen, das ist der Dicke. Wirklich runter. Ich bin nicht sicher, ob sie dick ist. Ich bin mir sicher davon. Geh einfach weg. Ja, das ist einfach. Wenigstens ist man hier oben sicher, dass er ja so rauszieht. Und dann nimm die Beine nicht halt so schnell, du kannst. So. Ne, andere da, nach links, da. Da. Lauf, lauf, lauf. Renn. Hier auf und dann hört der Typ. Lauf einfach, lauf, lauf, lauf. Heilige Scheiße. Weh. Leben noch. Alter! Wie will ich noch? Ich auch nicht mehr. Echt? Du hast nicht bessere Freunde auf dem Deckel gewesen. Oh Gott, Alter. Ja. Komm, vielleicht finden wir noch irgendwas. Wir können uns verstecken. Was sind hier so eine komischen Zellen? Was anderes zu verstecken? Ja, der hat hier ein bisschen eine Party gehabt für mich. Anscheinend. Boah. Alter. Ich höre den. Oh, das Bett, das Bett, das Bett. Wie kommt denn der hier runter? Wir wissen noch nicht mal, wo wir hin sollen. Wenn er links an der Tür rauskommt, dass man dann irgendwie kontrollieren. Runter, 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 runter. Und jetzt. Schön. Da ist eine Treppe, wir müssen die Treppe rauf. Erstmal den Raum gegenüber. Genau. Scheiße, da ist noch nicht. Ich geh schnell hier runter. Und nachher. Ich mag den Typen nicht. Machen wir mal kurz auf Pause. Ich gönn mir was trinken. Regenerationsphase läuft noch. Okay, was wir mal schon müssen, wir schon mal die Treppe hoch müssen. Wenn wir wenn wir jetzt hier vorbeikommt, dann langsam die Treppe hoch, sonst kann ich auch nicht mehr. Recht, nein, nicht rüber, nicht rüber. Ist der da drin? Okay. Schön langsam hoch, rechts. Du musst keinen Lärm machen, lass die Tür, ist egal. Wenn da nicht irgendwas ist, einfach nur mehr. Das ist wahrscheinlich nicht gut, du bist gut. Ne, der kommt nicht. Lauf, 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 weiter, weiter, weiter. Kannst du nicht, dass der hier kommt? Lauf einfach. Der hat uns nicht bemerkt, wenn wir hochgehen, der soll doch noch rumpatrouillieren. Genau, hier weiter. Jetzt lauf. Wo lang? Da lang. Links,
Durch da. Lauf. Lauf. Ja. Schön. So. Ich glaube, jetzt sind wir erstmal sicher. Da unten bin ich getroffen. Hier ist die nicht. Nein, ne. Also, hier rum hoch. Da muss ich mir gerade meine Hose vergreifen. Ey, du scheiß Camper. Was guckst du? Können wir rein? Ja. Wir müssen rein. Dann geht's ja nicht weiter. Da liegt ein Toter. Das war der, der den Kopf abgerissen hat. Aber zum Glück wissen wir jetzt nicht, dass wir hier sind. Also hoffe ich. Nein, wir wollen deine Hilfe nicht. Geh weg. Geh weg. Nicht hingehen, weggehen. Das ist eigentlich so fast die schlimmste Variante, die hinterher rennen, aber nichts machen. Das muss hier irgendwo noch da. Das ist eigentlich ganz gut, genau. Nurse! I'm gonna need some help getting clean. Nurse! Gut. Ach, was ist denn jetzt? Ich würde schon sagen, mach den muss ich auf. Ich bin ziemlich gespannt, um Batterien zu finden. Mhm. Danke. Oh, was du jetzt da bist. Ich bin so auf dem Kolben. Wie groß ist er? Okay. Was ist hier? Hast du die vorne? Ja. So, Nachruf unter bla bla bla. Irgendwas. Rudolf G. Wernicke, die haben wir ja schon mal gelesen. Soll ich vorlesen? Immer schon. Wernicke, Alter 90, verstarb am 28. Februar 2009 in Ausübung der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland geboren und erlangte ein großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen. Durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit dem mit dem früheren Computerpionier Alan Turing nach ungeklärten Verstrickungen mit den deutschen Kriegstreibern wanderte er 1949 dank eines Visums des State Departments in die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzte sich Dr. Wernicke in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katzen widmete. Kurz nach der
der Jahrtausendwende kam er nach Colorado, um sich an den Wohltätigkeitsprojekten der Murkoff Corporation zu beteiligen. In der Erklärung des Konzerns wird Dr. Wernicke als ein wahrer Menschenfreund mit einem großzügigen Wesen bezeichnet. Er hinterlässt keinen der Bliebenen. Ja, also dieser Wernicke scheint sich wohl mit dem Herrn Murkoff ganz gut verstanden zu haben. Das ist ein Seiner. Ich finde, das ist ein Arsch. Da bin ich nicht gerne. Aber der ist anscheinend für den ganzen Mist hier verantwortlich. Mann, das ist ein schönes Leben. Da kommen wir nicht raus. Weiter holen, wenn du das hörst. Nein, das freut mich auch. Ich glaube, du brauchst erstmal keine Ahnung. Jetzt machen wir uns das. Au! Lauf! Nicht los! Oh! Wombelbad. Wombat. Alter. Der hat sich ganz verliebt. Hallo. Ich kenne alles nach nichts. Wir wollen hier nur raus. Stopp, das wurde mit der Großteil hier. Warte. Muss ich noch die anderen gucken? Da ist eine, oh Gott sei Dank. Haben wir uns auch gefunden bis zur letzten Batterie, ja. Bis zur letzten Zelle. Man konnte jetzt perfekt an dem Punkt nachladen. Sicher, warte erstmal nach. Ich will nicht wissen, was uns hier noch alles erwartet, ey. Alles gut? Alles gut. Okay. Ja. Oh, komm wieder. Gewitter. Gewitter? Ja, ich probiere mir das zu sagen. Gewitter. Hier ist wieder ein Schrank. Wenn sie zumindest was für mich, dass wir da reingebasht wurden. Okay, wir auf jeden Fall Schränke, wo wir verstecken können. Mhm. Ich glaube, ja, dann werden wir mal da runter gehen, oder? Das Wort Wallrider taucht ja überall auf. Murkoff hat hier ein Experiment durchgeführt, das Projekt Wallrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob er eine psychische Präsenz wäre. Physische. Entschuldigung. Präsenz wäre ein Geist oder Dämon, etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht war es eine Störung in der Kamera oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Was soll denn gesehen haben? Wallwunsch. Wallwunsch. Vielleicht ist der Zweite, der hier für das Massaker verantwortlich ist. Hier, darf ich auch tatschen? Oh ja. So aus. Ja. Also ist das noch frisches Blut? Ja, wir hinter sind da ein bisschen. Krass. Zellblock D ist immer, da brauchen wir schon mal. Ah, das ist. Ah, so. Ja, jetzt wissen wir, wo wir sind. Wollt ihr den Sparen hier irgendwie machen? Geschenkvoll großzügig. Wir müssen noch rein, oder? Ja. Warte. Na, klasse. Jetzt geht's nur darum. Und dann kein Helm. So, wo ist sie hier? Na, wo ist sie mal hier? Der Wind ruhig ein. Lauf einfach, bitte. Finden. Ach, jetzt sind wir in der Kanalisation. Okay.
so rennen? Ups. Der wollte wohl raus. So, ups. So, von hier kam man ja auch. Ja. Da lief er. Ey, was ist hier noch passiert? Zum Himmel nochmal. Da geht's raus. So nah und doch so fern. Ich weiß nicht, was für Sword. Gute. Bitte nochmal was? Bitte. Eigentlich ist Halloween vorbei. Also. Sagst du, können wir was bei uns machen? Mhm. Oh, nee, verdammt. Man muss jetzt nochmal nachhinein. Oh, Entschuldigung, ich bin falsch lassen. Die schön war da drin. Wir finden hier welche. Sehr mit Bleistift auf die Rückseite eines Aufnahmeformulars geschrieben. Handschrift gleicht Schriftstücken des Patienten Vater Martin Archimbot. Ach, der kranke Priester. Dieser Gott ist real, was wir so lange für Geister, Gespenster, Wahnsinn hielten. Wir hielten es nur absichtlich ignoriert. Ah, wir haben es nur absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Sauls Augen waren Furcht und wenn wir hinter sie blicken, sehen wir wahrhaftig. Dies ist das Geschenk des Wallrider, das Evangelium des Sands. Die größte Sünde der Welt besteht darin, Gott absichtlich zu ignorieren, also eine Offenbarung zu erlangen und sie der wartenden Herde vorzuenthalten. Dieser Ort, sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde für die kleine Strafe zu Hause. Okay. Ich fasse das hier alles nicht so richtig. Jetzt hab ich da Schrott, natürlich. Und das Auge. Das sieht gut aus. Ich würde sagen, wenn wir hier einen Speicherpunkt haben, machen wir doch hier einen Cut. Hier Speicher? Mhm, hat gerade gespeichert. Deswegen nochmal Escape. Ja. Das war erstmal die ersten vier Folgen von Outlast. Die nächste Aufnahmesession wird dann irgendwann anders stattfinden. Mal schauen, wann wir die Zeit haben. Und wir bedanken uns für dieses kranke Spiel. Ja. Und fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal bei Outlast. Tschüss. Ciao.